Caravan Salon 2023. Wir sind hier an einem ganz besonderen Stand, und zwar bei Etrusco, aber im Speziellen in der besten Kaffeebar, wahrscheinlich auf der ganzen Messe. Ich will nicht widersprechen, ja. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt hier am Stand von Etrusco bei Pott Schwarz. Wir sind eine Kaffeerösterei aus Mühlheim an der Ruhr in der Nähe und sind in Zusammenarbeit mit der Firma Lamazocco an den Stand von Etrusco gekommen. Ja, Lamazocco ist ja quasi der Porsche in der Kaffeewelt, kann man so sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ganz hochwertige Produkte in jeder guten Espresso-Bar auch zu finden. Genau. Und ihr habt eine eigene Rösterei. Richtig, wir sind eine eigene Rösterei und sind hier am Stand mit unserem brasilianischen Kaffee vertreten. Und bewirten hier die Kunden der Firma und freuen uns, dass wir hier dabei sein können. In eurer Rösterei, auf was legt ihr groß Wert? Also wir zählen, sag ich mal, zu den Specialty Coffee Roastern. Wir haben sehr hochwertige Rohkaffees, die wir einkaufen. Und damit verbunden sind auch die Einkaufsstandards, das heißt die Überwachung, was passiert vor Ort auf den Farmen, wie werden die Leute entlohnt, wie sind die Unterbringungsmöglichkeiten. Das ist alles das, was bei uns zum Gesamtpaket dazugehört. Ja. Wir sehen hier gerade schon eine Zubereitung auf der Messe. Ich schwenk mal kurz rüber. Müsst ihr viele Leute versorgen mit Kaffee, ne? Ja, doch. Wir haben einen guten Zulauf. Also Firma Etrusco hat einen guten Zulauf. Und im Vorbeigehen kommen auch viele Leute vorbei, die den Stand hier sehen und auch gerne einen Kaffee haben möchten. Du hast noch erzählt, ihr habt auch noch eine Alternative für Camping im Petto. Ja, genau. Wir haben was, und zwar machen wir biologisch abbaubare Kapseln. Da das System der Nespresso-Maschine sehr weit verbreitet ist. Wir machen allerdings, unsere Kapseln sind aus Holz und Papier, das ist ein Papiersiegel, gewebtes Papier, also ohne Aluminium, ohne Plastik. Das heißt, wenn die Kapseln gebraucht wurden, lässt man die trocknen und kann die abends mit ins Lagerfeuer werfen oder in die Feuerschale. Das könnte man sogar dann noch auf die Pflanzen, auf die Wiese geben als Dünger. Und da bleibt also nichts über. Und das ist was, was halt sehr interessant ist, zum Beispiel auch für Campingfreunde, die da mit einer Espresso-Maschine an Bord ausgestattet sind und sowas nutzen können. Habt ihr in eurer Heimatstadt auch ein eigenes Café oder genau, seid ihr bisher nur in Events? Ja, nein, wir sind lokal vertreten in Mühlheim, in Mühlheim-Saan, mit einem Café, einem Specialty-Café und unserer Rösterei. Ihr seid wahrscheinlich auf den nächsten Messen auch anzutreffen. Auf Messen und auch online auf pottschwarz.de könnt ihr die Kaffees, die wir hier zum Beispiel ausschenken, halt auch online ordern und uns buchen für Events. Das sind halt die Kaffees, die wir anbieten. Da ist jeweils eine Zahl drauf. Genau. Geht das nach Stärke? Nein. Nein. Das geht einfach nur nach Wiedererkennung. Und zwar unsere Kunden, wenn die zu uns kommen und den Kaffee bestellen oder den Kaffeebohnen kaufen, dann heißt es immer, ja, die sind ja in der schwarzen Tüte. Und um es einfacher zu machen, haben wir dann gesagt, wir machen es nach dem Chanel-Prinzip. Wir nummerieren die Kaffees einfach durch. Hat weder was mit der Stärke noch mit der Qualität des Kaffees zu tun, sondern einfach nur, jede Zahl ist an ein Land gebunden für uns. Die 1, das ist unser Hauptkaffee, der ist aus El Salvador. Weil es der Hauptkaffee ist, hat er natürlich die 1 gekriegt. Der 3er ist unser Brasilianer. Das ist das, was wir als Espresso nehmen. Auch in der Kapsel. Der wird jetzt auch hier auf der Messe verwendet, der 3er? Der 3er ist also auch hier in der Mühle und wird hier eingesetzt. Das war ja vom Mühl, also ich durfte ja eine Bohne vor ein paar Tagen mal sehen. Das ist so mittel bis dunkel geröstet. Genau, also wir rösten, sag ich mal, in einem Omni-Roast-Verfahren. Wir machen jetzt nicht explizit reine Espresso-Röstungen, was so allgemeingültig angesehen wie so schwarz glänzende Bohnen, das machen wir nicht, die sind alle matt, die haben alle noch Leben drin. Ja. Und deswegen kannst du eigentlich auch die Kaffees als Bohne sowohl für Vollautomaten als auch Siebträger als auch für einen Filter einsetzen. Ja. Also und unsere V60-Freunde kommen da auch auf die vollen Super, Kosten. Ganz weit vorne, ja. Da empfehle ich auch immer den 1er. Perfekt. Dann haben wir die 1 und 3, 6 und 9. Genau, 6 kommen. Ist unser Decaf-Kaffee, unser entkoffinierter Kaffee. Der wird mit einem speziellen Verfahren entkoffiniert, nämlich mit dem Swiss-Water-Verfahren. Viele Leute vertragen kein Koffein, wissen aber nicht, wie Koffein der Bohne entzogen wird. Das ist wirklich ein absolutes Bio-Verfahren ohne Chemie. Und solche Kaffees haben wir dann im Angebot und rösten die dann auch. Einfach, weil es
geschmacklich auch nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und dann haben wir noch den Neuner. Der Neuner ist unser Peruaner. Das ist so mein persönliches Highlight. Der ist sehr kräftig, sehr würzig, aber ohne eben über Magen oder Sonstiges zu gehen, wo viele dann sehr schnell reagieren und sagen, boah, den mag ich aber nicht. Das ist ein schöner, kräftiger, süßer Kaffee. Der wird auch exklusiv nur für uns hier hingebracht. Ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das ist ein Pärchen aus Neuss, die diese ganzen Kaffees importieren. Super. Wenn man bei euch bestellen möchte, ja, schätze ich www.potschwarz. www.potschwarz.de. Genau. Dort kann man alles bestellen, auch die Kapseln, auch ganze Kapseln, Bohnen wahrscheinlich. Ganze Bohnen. Ihr könntet auch sogar uns mitteilen, welchen Mahlgrad ihr braucht. Dann bekommt ihr das fertig gemahlen, direkt zugeschickt. Perfekt. Also, guten Kaffee auf dem CSD. Ja, nicht, ja, das ist nicht der Christopher Street Day. Nein, das ist der Karamasalon in Düsseldorf. Richtig. Auf der CMT in Stuttgart werdet ihr auch sein? Ja, mal schauen. Wir gucken schauen. Mal. Wir kommen überall dahin, wo man uns haben möchte, und dann gucken wir mal. So, Willi. Ja, hallo. Wir haben uns ja schon vor ein paar Tagen auf der Messe getroffen, sind auch hier auf den guten Kaffee gestoßen. Ja. Möchtest du uns mal erklären, was man benötigt für einen guten Kaffee? Ja, also natürlich erstmal eine gute Bohne. Und da fängt es natürlich mit der Rohkaffeebohne an. Und ich sage eigentlich immer, maßgeblich für das Ergebnis in der Tasse sind eigentlich drei Faktoren. Und angefangen mit dem Rohkaffee, der dann natürlich bei uns ausschließlich Specialty Coffee in Form von Arabica-Bohnen ist. Und du fängst dann eben an, die Bohnen erstmal auszuwählen, die rohen Bohnen selber, und dann ist halt der nächste Step, der auch als zweiten Faktor, den ich erwähnen möchte, ist dann der Rohkaffee selber. Und also die Röstung des Rohkaffees, und da achten wir halt vor allem darauf, dass wir schonend rösten. Das heißt eigentlich, dass er lange geröstet wird und am Ende vor allem auch, der Kaffee ist in einer Trommelröstung, wird dabei die ganze Zeit in Bewegung gehalten, damit du am Ende eben einfach das optimale Ergebnis dann hast. Und zu guter Letzt ist dann natürlich die Zubereitung selber der feine Step, sage ich mal. Ne? Die ist dann natürlich maßgeblich auch nochmal, was dann in der Tasse selber landet. Aber ich sag mal, wenn du eigentlich gut röstest, dann ist das schon der entscheidendste Step eigentlich für das Kaffeeergebnis am Ende. Ihr habt verschiedene Getränke heute hier am Stand. Nicht alle kennen den Flat White. Was verbirgt sich denn hinter dem Flat White? Ja, Flat White wird schon oft gefragt hier auf der Messe. Das ist natürlich immer so ein Ding. Viele Kunden oder auch die dann den Kaffee am Ende trinken, denken immer, Kaffee ist Kaffee. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Also gerade mit dem Flat White haben wir dann eben ein Getränk, was eben vor allem ein sehr starkes Kaffeearoma selber hat. Das ist also zusammengefasst für den Laien kann man am besten sagen, es ist ein Cappuccino in stärkerer Form eigentlich. Genau. Du hast mehr Extrakt und weniger Milch am Ende in der Tasse. Dann. Welche Getränke gibt es noch heute auf der Messe? Also wir bieten hier an tatsächlich einen Americano als eine schwarze Alternative, dann den Espresso selber. Und dann haben wir noch als Milchgetränke Cappuccino und den Latte Macchiato. Der darf natürlich auch nie fehlen. Je nach Wunsch macht ihr dann aber auch mal einen Milchkaffee? Ja, nach Wunsch. Also das ist erstmal das, was jetzt hier auch in Vereinbarung mit Etrusco selber auf der Karte steht. Aber im Endeffekt machen wir natürlich alle Zubereitungsformen, und auch ein Milchkaffee verlässt ab und zu mal hier die Theke. Falls man Kaffee bei euch bestellen möchte, nenn uns noch mal bitte die E-Mail-Adresse. Ja, also grundsätzlich natürlich die info@potschwarz.de kann gerne jederzeit verwendet werden. Da können Anfragen und so weiter gestellt werden. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch ein Auftragspostfach, aber für grundsätzlich Anfragen, die können gerne an die Info direkt gestellt werden, und die leiten wir dann entsprechend an die, genau. Das heißt, man kann euch auch für Messen buchen, falls andere Aussteller oder Event-Leute das sehen? Ja, genau. Also wir sind für Events, also wir nennen es Event insgesamt zusammengefasst, heißt es Events bei uns, um die wir uns kümmern. Und das ist eben, also wir haben quasi zum einen die Möglichkeit, mit unseren Maschinen hier Bars direkt zu bestücken, sage ich mal. Und darüber hinaus haben wir aber dann auch noch mobile Einsatzmöglichkeiten über einen sehr alten T1-Bulli. Der, ich glaube, Baujahr 63 müsste das sein, auch ein sehr ikonisches Modell selber. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch einen goldenen Anhänger, der hat auch einen speziellen Namen. Aber im Endeffekt ist das eigentlich ursprünglich mal so, sieht aus wie so ein Pferdeanhänger mit einer goldenen Ummantelung. Und auch den haben wir wie so eine Art mobile Bar dann im Einsatz.
Sehr cool. Dann vielen Dank für das Interview. Ja, sehr, sehr gerne. Ich wünsche euch noch viel Spaß bis am Sonntag und auch Kraft. Es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend. Ne? Ja. Aber ihr macht, kann ich mit Verlaub sagen, ich bin Kaffeetrinker mit den besten Kaffee auf der ganzen Messe, wenn nicht der beste. Ja, das freut mich zu hören und freuen uns dann natürlich auch über eine rege Nachfrage vielleicht nach der Messe. Danke. Gerne.